Ja, ich gehe auch davon aus. Er hat ja noch Vertrag. Von daher ist jetzt nichts irgendwie Gegenteiliges, was jetzt so die Runde macht. Ist auch nach wie vor der Fall. Wie gesagt, wir sind da im guten Austausch. Und das müssen wir jetzt mal schauen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir das jetzt auch zeitnah fixieren können.